jetzt acht. Ich musste allein 25 Bratrollen mitbringen. Hoch. Ja, wo ich die jetzt hin? Wo ist die jetzt? Hallo? Hallo? Ja, hallo? Ja, wo ist die? Der Sean hat gesagt, die sieht gut aus und dann ist sie irgendwie verpufft. Oh. No. Ist sie jetzt oben oder weiß ich? Ist die, wo ist die? Na, die ist weit nicht so. Komm, geh mal oben gucken. Verpufft ist die. Wir hatten heute Saisoneröffnung, okay. Wo gehen wir direkt in die erste? Ja. Hä? Gar nicht gerade her? Hier kommen wir doch gerade her, ne? Ja, das wäre ja schon. Scheiße. Das ist aber. Komm, wacht mal hier auf die. Ja. Hier. Ja, hat was gedauert, bis ich hier drin war, aber. Jetzt bin ich da. Was ist denn mit dir? Ja, ich hab getrunken. Das ist wie im Real Life bei dir hier, ne? Was? Cappy grüßt dich. So ist die damals auch gegangen. Ja. Ja, ist doch so. Ja. Oh, entschuldige sie. Hallo? Ach du Heiland, der ist 7 Jahre. Ja, bitte. Geht's Ihnen gut? Ja, nur leicht getrunken. Leicht getrunken? Ja, leicht getrunken. Leicht betrunken? Leicht getrunken. Leicht betrunken? Der ist doch höchstens 7, oder? Oder sie? Ich weiß es nicht. Der ist doch maximal 7. Sie haben vergessen, sich anzuziehen. Ja, sie haben auch Schlafanzug an. Genau, geh mal ins Bett. Ja. Wollen Sie mir nicht die Hand geben? Ja, das gebe fremden Menschen nicht die Hand. Na, aber ich. Haben Sie was zum Essen? Was? Sie haben Hände? Ja. Erst mal was Anständiges anziehen, dann gebe ich Ihnen die Hand. Okay. Hm? Haben Sie was zum Essen? So, jetzt ist anständig. Ich höre die Schlafanzughose an. Ja, das ist keine Schlafanzughose. Sie sehe ich doch. Sieben sitzt im Bad auf dem Klo und schreit zum Mikro. Erst musst du dir hier eine anständige Hose anziehen. Das ist natürlich. Liebevoll, ich gehe arbeiten. Wie soll ich mich da um jemanden kümmern? Nach der was Arbeit für eine Hose? Kümmerst du dich um Olaf. Und der dankt dir das. Schocking. Fuchs, grüß dich. Sag mal, jetzt zieht sich aus. Was ist das da? Das weiß ich nicht. Dörte, Skandal. Ein 8-jähriger Junge oder so. Dörte. Ja, guten Tag. Der hat keine Hose an. So, komm, wir fahren ein Haustier holen. Ja, der Arzt hat auch gesagt, er könnte nichts an mir machen. Ein Haustier wäre zur Ablenkung sehr gut. Ja. Ja. Okay, komm. Entschuldigung, mein Freund, ich muss leider los. Ja, weil ich hab. Ey, was hier los ist, ne? So viele Autos. Hallo! Oh, kommt der denn her? Hi! Oh, Mann, ist du was? Hallo? Ich werde bekloppt hier. Gute Taxi, ja. Schnelle. Das sind die Schlimmsten auf dem Server. Die mit den Ninja-Schwertern am Rücken, ne? Das sind echt die Schlimmsten. Da weißt du direkt, da liegt der Altersdurchschnitt so bei 12. Hm? Da musst du ja aufpassen, wenn du. Wie kommen die durch die Whitelist? Will. Gibt's hier nicht. Hier gibt's keine Whitelist. Was? Er will dir noch so kleiner im Schlafanzug die Hand geben. Guck mal. Ja, ist nur eine Schramme. Der ist nur gefallen, gestolpert. Wo ist er jetzt wieder? Dort? Ich weiß es nicht. Die ist bestimmt zum Hinterausgang. Kannst du dir nicht ausdenken, ne? Fahr doch mit deinem Drecksroller weg!
Könntest du mal sagen, wo die ist? Ich glaube, die sind da rausgegangen. Die können echt penetrant werden, spreche aus Erfahrung. Was? Die Kiddies oder was? Ja, gibst du denen einmal die Hand, wirst du nicht mehr los. Ja. Da kommt sie. Da ist er. So. Ja, auch mal endlich da, Leute. Ja, erst wollten die mich nicht mehr rauslassen und dann war ich verkehrt raus. Bist du hinten rausgegangen, ne? Ja. So, wo müssen wir hin? Ja, Haustiere, das ist ganz gut. Ja, wo ist Haustiere? Im Norden, glaube ich. Ja, setz mal Mark. Warte. Du merkst richtig gerade, merkt ihr das? Setz mal Mark, sagt Witty. Hotze, warte. Und jetzt gerade, Moment. Du merkst gerade, wie die am Gucken ist auf der Tastatur, wo die Taste ist. Moment. Siehst du das? Ja, sehe ich super. Echt? Okay, ja, dann los. Wir können uns auch ein kleines Schweinchen holen oder so. Ein Schwein? Was für ein. Was für ein Schwein? Ja, so ein Hausschwein. Da kann man echt Tiere kaufen, wo jetzt hinfahren. Denke ich mal, ja. Was ist denn das? Er fährt einen Roller, ohne dass wer drauf ist. Ja. So weit ist die Eisterfahrer, ne? Ja, nur da. Er brennt jetzt schon wieder. Stadt brennt immer. Eine Schatztruhe erschien ja, auf der Karte. Halt. Ich meine, es soll ja ein bisschen auch von mir ablenken, ne? Ja, dann nimmst du am besten was Süßes. Oh, wie du wieder bist. Faultier. Ja, Faultiere sind süß. Das stimmt. Was ist hier los? Wird diese Woche warm, weiß das jemand? Oder und heiß? War das denn dann? Ja? Ja. Echt? Muss mal gucken. Ach du Scheiße. Na, geht noch 28 am Montag, Dienstag. Alter, es wird ja wieder 34, 36 Grad. Also hier 37 irgendwann die Woche. Och, nie. Mittwoch, Donnerstag. Wird richtig heftig wieder, ne? Ja. 34 und 36 Grad. Ach du Heiland. Ja geil, und ich liege in Quarantäne. Was? Der Ossi-Schrauber, wie geht's dir? Ich bin mal gespannt. Ja, zum Glück wird's morgen nicht so knallig heiß. 28 Grad. Solange es nur 2 Tage sind, geht es noch, ja. Was nicht passieren darf, ist so Kurzregen dann. Dass die Luftfeuchtigkeit wieder steigt. So mal für eine 10 Minuten nur regnen oder so. Das wäre, uff. In Hamburg maximal 30 Grad. Okay. Na, warte mal ab. Hört auf zu heulen, es sind noch 10 Grad zu wenig. Du hast einen an der Klatsche, hast du. Du hast echt einen an der Klatsche. Ist das hier? Ja. Ah, oh, hier steht Patz. Oh mein Gott. Was? Ja, komm, wieder fahren, das geht gar nicht.
Wieso geht das nicht? Das geht Hello? Nur Freitag, Samstag, oh mein Gott. Ein Haustier versteigen oder ersteigen. Molly, ich finde das nicht okay von Ihnen. Das ist ja so typisch. Wo kriegen wir denn jetzt ein Haustier her? Ultimate, bring mein Haus hier. Dann würde ich die Klima laufen lassen. Gutes Arbeiten bei dem Wetter ist kacke, ja. Kann man eh nichts ändern, das stimmt. Die kosten ab 1 Million aufwärts? Was? Tom, die Lok grüßt dich. Echt jetzt? 1 Million? Heil. Ah, weiß, wo wir jetzt hinfahren. Wohin? Wo denn? Ins Tattoo-Studio. Okay. Genau, wir lassen uns jetzt ein Haustier tätowieren. Ja, wir lassen uns was stechen. Ja, ich kein Haustier. Nee. Was? Nein. Du weißt ja gar nicht, was ich sagen wollte. Spinne? Was wollte ich sagen? Doch. Was wollte ich denn sagen? Gar nichts, Gusch. Okay. Oh nein! Ist nicht dein Ernst, oder? Ups. Wie Ups? Also okay. Hilfe. Oh, weia. Ich bin mit dem Kopf gegen das Dach geknallt. Ach, du hast ja jetzt viele Haare, stell dich nicht so an. Oh. Ja, nun. Ja, ich müsst jetzt ganz tapfer sein. Was? Du müsst jetzt okay. ganz tapfer sein, meine Freunde. Das machst du nicht, oder? Das mal. Lass mich kurz überlegen. Der Hofer. Was macht? Hast du gesehen, wie es da runter geht? Wenn du da hochfährst, könntest du irgendwie so abspringen. Wo soll ich abspringen? Ja, wenn du jetzt da hochfährst. Rechts hoch. Die Hügel hoch. Dann kannst du über die Leitplanke wieder. Oh ja. Nee, nach links. Ja, Moment, ich muss Anlauf nehmen. Was machst du? Du musst mit der Steigung mitfahren und dann kannst du da drüber hüpfen. Nein. Nicht da runter. Oh. Oh. Das war unvorhergesehen. Ich hatte eigentlich. Okay, ja, das ist genau so geplant. Du wolltest an den Strand. Das ist genau so, hatte ich das geplant. Oh, wo ist denn jetzt die Straße? Ja, oben. Ja, da oben. Komm, stopp ich da echt. Du hast doch gerade erst einen Führerschein gemacht. Jetzt mal ohne Flaps. Ja, aber der Tesla ist so schnell. Der ist so schnell. Hallo, ich habe gerade 30 Grad, bin in Manila. Manila. Was? Zurück da vorne. 30 Grad nur? Aber es ist eine andere Luftfeuchtigkeit. Nee, aber das muss ja oder? Da hoch. Au! Die kann nicht. Die darf niemals einen Führerschein machen, die Frau, ohne Scheiß. Die kann das nicht. Ja. Ich glaube, hier geht's. Da hilft noch nicht mal Alkoholkonsum oder sonst was. Ja, in so, Moritza fahren sie wirklich so? Okay. Was? Ich schneide mich mal an. Ja, mach das mal besser. So. Ich weiß auch nicht, da muss irgendwas hier vorne auf der Fahr Straße bitte gewesen sein. Ordentlich. Da ist auch so ein Zeichen da vorne, wenn ihr mal guckt. Was sind Zeichen? Ja, dass da irgendwas auf der Straße ist. Hä? Ich sehe da nichts. Ja. Nee. Wir sind schon vorbei. Ja, aber irgendwo Öl. Öl. Du hast Öl im Kopf, hast du? Doch, da war eine Öllache. Ach, du hast eine Öllache. Du weißt nicht, wie die geschrieben wird. Du weißt nicht, wie sie geschrieben wird. Ich ja. Weiß nicht mehr, wo das Öl herkommt. Ja, aus der Tankstelle. Ja. Den in der Paar, wie geht's dir? Was ist das? Major General, der Waffenkonvoi der Nationalgarde ist eine Sperrzone. Es muss mit Beschuss gerechnet werden. Du hast ein schönes Stadion da gebaut, Nepper. Hast du das allein gemacht oder mit Biene?
Stell dir mal vor, Vitti wäre dein Uber. Mein was? Mein Uber? Oder was? Uber. Uber. Was ist ein Uber? Was ist das? Ja, Uberfahrer. Uberfahrer. Nein? Hier ist schon wieder so was auf der Straße. Was ist denn ein Uberfahrer? Was ist denn das? Ich muss mich konzentrieren. Grenzübergang. Notes. Komm vom Kopf des Königs. Stopp. Ein Privattaxi. Habt ihr Papiere dabei? Nö. Echt, Herr Ufer? Ich bin doch schon angehalten. Sie brauchen doch nicht extra noch reinfahren. Warum? Hey, was ist denn hier los? Ich muss sagen, ich habe Waffe auf Sizilien. Ja, Sekunde, ich hab Gicht. Erst abschnallen, warten Sie. Warten Sie. Ja, schnell da hier, die Dame einmal ein bisschen die Hände nach oben. Alle die Hände nach oben. Wie macht man das denn? Wir gehen nochmal die Hände nach oben. Die? Nee. Wie war das mit der Hände? Die Hände nach oben. X? Nee. T? E-Muskel, Spezial. E-Muskel. Alle die Hände nach oben, sonst schießen wir. Was meint der E-Muskel? Ganz schneller geht schon, oder? Gitarrist. Kommunikation. Achte. Hallo. Spezial. Achten Sie. So. Gut, dann her. Einmal bitte umdrehen. So. Einmal mit dem Gesicht zum Auto. Genau, bleiben Sie stehen. Ich werde Sie jetzt durchsuchen. Könnte kurz kalt werden. Gut, Sie können wieder einsteigen. Die Dame, ich werde Sie einmal durchsuchen. Ja, vorsichtig bitte. Aber nicht kitzeln. Ja. Die Dame, ich durchsuche Sie auch nochmal. Ach, das ist gut, bestimmt so. Wir können einsteigen und weiterfahren. Polizei Dankeschön. Oder sowas. Oh, bitteschön. Das ist bestimmt Polizei. Kern, wir hatten nichts dabei, Digga. Hab ich doch gesagt, haltet die Papiere bereit. Der wollte ja gar kein Papier sehen, der wollte mich nur anfassen. Was? Ja, ist doch dasselbe. Was? Der wollte mich nur anfassen. Ach, das war das vorhin auf dem Hinweg. Das war die Grenze, wo ich so durchgerauscht bin. Ja, anscheinend. Ja, ich glaube, ich habe da auch ein Ticket bekommen, ja. Ja, war das denn jetzt Polizei oder was war das? Ja, das war jetzt hier official. Oh. Das sah aber nicht so aus wie Polizei. Ja, das ist mehr so eine Clowns-Polizei. Tragen bunte Farben und so. Männliche durchsuchen weibliche und sowas. Geht her. Boah, täuscht dich da mal nicht. Das gibt's auch an anderer Ort und Stelle. Ja, aber nicht mehr so oft. Kann ja auch passieren. Ich bei dir. Okay. Ach so, auf einmal. Los, Schlott, wie geht's? Heißen Sie schon mal zusammen hier. Jetzt kommt hier wieder ein Ölfleck. Trägt mich von der Straße ab. Aber ist doch alles gut gegangen. Wo fahren wir? Ach, Tattoo, ne? Tattoos. Hä? Ich möchte abbiegen. Ja, ist ja echt eine Bekloppte, ne? Ja, aber ich war komisch. Guck mal, wie die alle fahren. Ja, was fliegt der? Och, der Heideschlag. Ach du, der fährt. Ja, guck sie dir doch an. Da kannst du doch nur bekloppt werden. Na, ich glaube, der ist abgehauen. Oh. Ich glaube, der ist abgehauen hier vom Zoll. Ja. Das waren die Zolltypen. Ich glaube, der ist abgehauen. Simon McCloud, was? Ja, hier gibt's keine Whitelist, hier kann jeder drauf. Ja, Ausrufezeichen GTA.